Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Wir erwarten, dass die Vorgaben, dass die Ziele, die festgelegt werden, von Griechenland auch erfüllt werden. Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen, sie sind Mörder voller Hass. Aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht sie. Wir sind frei, mitmenschlich, offen. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Denn wir alle stehen in der Zeit und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden. Glücklicherweise ist Deutschland ein Land, das das finanziell stemmen kann. Deutschland ist ein starkes Land und wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten.